Maurizio! Was ist los, Babe? Mama mia, Paradies? Ja? Komm! Was ist denn los? Geht's nicht gut. Was? Ja, die Freundin hat Schluss gemacht. Nicht, dass jetzt was passiert, dass sie sich was antut. Ich mach's wieder gut, versprochen, okay? Ich danke dir für den tollen Abend, aber ich mach's wirklich gut. Mensch, der kann echt froh sein, dass er so einen tollen Freund wie dich hat. Ich melde mich dann. Ja, klar. Apropos, Babe, hättest du vielleicht ein paar Krümel für uns? Ja, dass ich vielleicht ein bisschen zum Kino gehe, uns gemütlich einen Abend machen, was essen. Das wäre wirklich lieb von dir. Klar. 30 Minuten später. Maurizio betrügt Chiara ohne Ende. Und das hart verdiente Geld der 23-Jährigen gibt der Italo-Macho ohne Skrupel aus. Hey, Silvester, es wird geknallt. Hallöchen. Die drei Musketiere, ihr braucht ja jemanden. Maurizio? Ey, Scheiße, du bist betrunken. Was machst denn du hier? Kleine Schnittchen. Solltest du nicht zu Hause bei deiner Frau sein? Die wartet auf dich. Willst du ein bisschen trinken? Du bist wirklich das Letzte. Apropos, schön, dass du da bist. Ich brauch ein bisschen Kohle noch zum Feiern. Die kriegst doch weißt wieder. Du was? Bleib doch einfach bei deinen Bitches, ja? Ich gehe. Ich immer etwas. Vergib doch ein bisschen Kohle. Du Geizkrage, Mensch. Hau doch ab. Komm. Jetzt wieder zu dir. Südländische Wärme. Ja. Passt sehr gut, mir ist gerade ziemlich kalt. Ich bin ja der sizilianische Vulkan Ätna, ich wärme dich ja auf. Okay, dann bitteschön. Und wie schaut es im Wärmen? Oh ja, zu dieser Jahreszeit, oh. Mitten in der Nacht. Schwester Susanne fackelt nicht lange. Sie will Chiara endlich die Augen öffnen. Oh, Chiara. Was machst du? Du glaubst nicht, was ich gerade für eine Entdeckung gemacht habe. Hier, schau mal. Hey, der Typ ist ein Checker. Der legt jede Frau flach, die ihm vor die Flinte läuft. Danke. Du kannst es schon ein bisschen wärmen. Gut, er macht mit Adri halt einen drauf. Schau doch mal genau hin. Der hat doch genau ihren Kopf zwischen ihren Busen. Oh, das ist so lange weite Masche. Na klar. Echt? Und du erst. Dein Body ist ja richtig hammergeil. Ich bin auch Personal Trainer. Ich kann dir auch gerne Privatstunden geben. Ach, wirklich? Ja, klar. Dann können wir gleich damit anfangen, oder? Hä, was machst du hier? Personal Trainer, ja? Und dieses Blitzchen ist also dein Trainingsgerät. Ey, Süßer, also. Du weißt, wo du mich finden kannst. Ciao, belle ragazze. Boah, du bist ja echt das Letzte. Jetzt habe ich dich doch unten schon erwischt mit dieser ollen Bratze, mit diesem Flittchen da. Warum? Die hat mich gerade gefragt. Die hat gesagt, ich bin Personal Trainer, ich kann gern dir Privatstunde gehen. Ich muss doch schauen, dass ich Geld verdiene, oder? Ich muss doch für deine Schwester sorgen. Das ist dir doch wichtig, oder nicht? Du verwechselst es, glaube ich. Ich bin kein Personal Trainer. Ich bin Personal Trainer. Genau, du sagst es, Personal Trainer. Schatz, bitte. Es tut mir leid, dass ich jetzt dich verletzen muss. Das will ich eigentlich nie. Aber weißt du, warum du die ganze Zeit so drauf bist? Weißt du, wieso? Willst du den wahren Grund wissen? Weil sie mich gestern Abend abschleppen wollte. Genau! Was wollte ich? Wolltest du mich abschleppen? Hast du es richtig gehört? Ich wollte dich abschleppen! Und ich hab dir natürlich einen Korb gegeben. Ich hätte auch mitgehen können, oder? Nein. Na, aber doch nicht so ein Scheiß, Mann! Du lügst. Du willst die ganze Zeit unsere Beziehung kaputt machen. Ja, und jetzt wird mir alles klar. Du verkraftest es einfach nicht, dass ich mit Maurizio zusammen bin. Chiara! Mein Gott! Genau. War ich blind? Das darf doch alles nicht wahr sein. Pass mal auf. Außer in der Arbeit will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist für mich gestorben. Chiara, glaubst du diesen Penner jetzt schon mehr als mir, deiner eigenen Schwester? Chiara reagiert hier so, weil sie ihr Gesicht wahren muss. Sie darf auf keinen Fall zugeben, dass ihre Schwester eventuell recht gehabt hat mit der Einschätzung von Maurizio. Sonst geht alles in die Brüche, an das sie glaubt. Daher geht sie lieber den Bruch mit ihrer Schwester ein, als sich selbst einzugestehen, dass sie sich in Maurizio getäuscht hat. Am nächsten Morgen vor der Arbeit. Chiara ist blind vor Liebe.
Maurizio hat es wieder geschafft, die 23-Jährige um den Finger zu wickeln. Doch der Casanova hat noch längst nicht genug. Er will die naive Chiara komplett ausnehmen. Bist du bereit? Mhm. Tada! Ist das nicht geil? Guck dir den Laden mal an! Maurizio und Chiara. Fitnesscenter, exklusiv. Für jede einzelne Person individuell ausgestattet. Kennt da jemand? Ich finde die Idee richtig cool. Er sagt zu mir, hey, das hört sich richtig toll an. Vielleicht können wir danach ein richtig überall Franchising machen. Maurizio Chiara. Mama mia. Das ist ja... Schatz, hey, ich brauch dich. Du musst mit mir zwischen die Kunden, bitte. Das ist, stell dir mal vor, du musst nie wieder für deine Schwester arbeiten, sondern mit mir. Was, wir können gemeinsam arbeiten? Natürlich, auf das würde ich dahin arbeiten, Schatz. Oh Gott, das ist schön. Maurizio ist psychologisch extrem gewieft. Er weiß genau, welche Knöpfe er bei Chiara drücken muss, um sie immer wieder auf seine Seite zu ziehen. Chiara hat keine Chance, sich eine objektive Meinung zu bilden. Aber es gibt einen Haken irgendwie in der ganzen Geschichte. Makler. Und Makler verlangt auch Geld. Und der hat mir Zeit gegeben bis morgen. Sonst ist er weg. Ja, wie viel brauchst du denn? Ja, 4.000 Euro. 4.000 Euro? Ich weiß, es ist gerade schwierig. Ich verdiene nichts. Du bist die Alleinverdienende momentan. Ich bin total pleite. Ich kann dir nichts geben. Du bist meine Frau. Heiraten, gute und schlechte Zeiten. Und jetzt versuche ich was für unsere Zukunft. Und ja, Maurizio, ich will doch jetzt auch. Einfach, aber nee, eben, ich glaube das dir nicht. Jetzt versuche ich gerade irgendwas aufzubauen. Und irgendjemand tut mir immer einen Stein im Weg legen. Aber mit den Steinen, weißt du was? Ich nehme dir jede einzelne Stein und baue ein Schloss raus. Mensch, ich will dir doch helfen. Ja, aber nicht so. Hechte. Ich habe die Idee. Ich frage Susan, ob sie uns das Geld leihen kann. Und unser Traum geht in Erfüllung. Ich wusste doch, ich habe nicht die schönste, ich habe auch die klügste Frau der Welt. Du bist die Beste. Kurze Zeit später. Chiara fackelt nicht lange. Obwohl sie sich gestritten haben, ist Schwester Susanne ihre einzige Chance. Die 23-Jährige braucht die 4.000 Euro. Koste es, was es wolle. Was machst denn du hier? Ich dachte, du wolltest gar nicht mehr mit mir reden. Ja, ich wollte noch mal mit dir über den Vorabend jetzt sprechen, weil es tut mir irgendwie leid. Ich habe gestern irgendwie ein bisschen überreagiert und ja, du kannst ja nichts für deine Gefühle. Ich habe ganz bestimmt keine Gefühle für diesen Typen von Maurizio. Das ist ja im Prinzip auch egal. Ich will einfach nicht, dass ein Mann zwischen uns steht. Ich meine, wir sind doch Schwestern. Das finde ich auch. Ich hätte da noch ein kleines Anliegen. Was denn? Denkst du, du könntest mir einen kleinen Vorschuss geben? Ja, wie viel denn? So 4.000 Euro. 4.000 Euro? Wozu brauchst du bitte 4.000 Euro? Pass auf, Maurizio hatte da so eine super geile Idee. Er will jetzt ein Fitnessstudio aufmachen und sich selbstständig machen als Personal Trainer. Und er hat sogar schon Kunden. Und jetzt haben wir da diese Immobilie und wir müssen jetzt irgendwie den Makler halt bezahlen. Und die Man Pension. Kann überhaupt nicht mehr mit dir normal reden. 4.000 Euro. Du verdienst 1.100 netto. 4.000 Euro von dem Typen kommt überhaupt nichts. Und er, ich sehe es nicht ein, auch nur einen einzigen Cent für ihn zu zahlen. Und du solltest es auch nicht. Du, ich muss mich jetzt um meinen Kunden kümmern. Chiara ist verzweifelt. So hatte sie sich das Gespräch nicht vorgestellt. Die 23-Jährige sieht nur noch einen Ausweg. Hi. Guck mal. Na, hast du schon die Kohle? Oh, hey, du bist die Beste. Ja, aber glaub ja nicht, dass sie es mir freiwillig gegeben hat. Ja, passt schon. Schau mal her, ich habe mir jetzt eine Kalkulation durchgemacht im Sportstudio. Wir kommen circa, wenn ich jetzt alles aufzähle, im Laufbahnkosten und so weiter, circa um die 20.000 Euro. 20.000? Oh ja. Ja, aber wie sollen wir das denn alles noch machen?
sind ja Unkosten. Ich habe schon eine Idee und ich habe mich schon schlau gemacht. Schau mal. Online-Kredit. Guck mal hier. Schau mal, erklärst du kurz? Hier, 20.000. Die Raten kannst du zahlen erst später, das ist kein Problem. Und das Geld ist gleich auf dem Konto unkompliziert. Du müsstest nie wieder bei deiner Schwester arbeiten. Und nie wieder zuhören. Wie findest du die Idee? Oh, das wäre fantastisch. Siehst du? Oh ja, das machen wir. Vorsicht ist bei Krediten ohne Schufa-Auskunft geboten. Schätzungsweise 400.000 Deutsche fallen pro Jahr auf dubiose Angebote herein. Viel sinnvoller ist es, sich hier Hilfe von einem Schuldnerberater zu suchen. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Ganz neu und exklusiv. Bekommen wir nächste Woche ganze Ladung rein. Ist aber schnell gesund geworden. Oh, zum Glück noch ja, 2 Wochen. Das ist so kurz. Das ist schon auch schon eine ganz schöne Zeit. Na, jetzt wird es auch Zeit, dass ich mich um mein Zeug kümmere. Ich muss auch wirklich einiges erledigen. Ich wollte doch... Was machst du? Ich muss doch jetzt echt langsam zur Bank. Jetzt die ganzen 2 Wochen bin ich ausgefallen und die Wocheneinnahmen müssen noch zur Bank gebracht werden. Und das kann ich doch für dich machen. Dann kannst du dich noch ein bisschen ausruhen. Das ist lieb von dir. Aber ich muss sowieso gerade noch das ein oder andere klären und erledigen. Von dem her mache ich das jetzt am besten schnell selbst. Dann ist es erledigt. Mir das mal erklären? Was? Das ganze Geld fehlt. Du, mein Gott, Chiara, das kann doch nicht sein. Du hast 3.850 Euro gestohlen. Mein Gott, ja, oder du hast mich letzte Woche doch angepumpt wegen einem Vorschuss über 3.850 Euro. Vielleicht ist auch jemand von dem Kunden ins Büro geschlichen und hat sich's genommen. Muss ich erst die Polizei holen, damit du endlich zur Ressort kommst? Ach, bitte, Susan, es tut mir leid. Mensch, wir haben das Geld so dringend gebraucht. Du bist eine Diebin und mit einer Diebin möchte ich nichts zu tun haben. Nimm deine Sachen und geh. Mensch, es tut mir leid. Warte, ich kann dir das Geld jetzt gleich überweisen. Es müsste eigentlich schon längst auf meinem Konto sein. Welches Geld denn? Das Geld vom Online-Kredit. Das sind 20.000 Euro und ich kann dir das sofort überweisen. Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung, was du da machst. Das ist schon die ganze Zeit, seitdem du den Typen kennengelernt hast, aber... Hauptsache, ich krieg das Geld zurück. Eine letzte Dann Chance. Gehen wir. Komm. So, jetzt beeilen wir uns bitte, weil ich brauche die 4.000 Euro echt Maurizio? Schnell. Komisch, er ist gar nicht zu Hause. Er wollte sich heute eigentlich um die Bestellung der Möbel und der Geräte kümmern. Eine Kreditkartenabrechnung. Was ist das denn? Mallorca? Das kann doch nicht sein. Gib mal her. Mallorca, Flüge, Hotel La Palma, Barbiera. Geldautomat Ballermann. So schaut also seine... Das muss ein Missverständnis sein. Rechnung aus für... Der hat dich abgezockt, die Kohle, alles ist weg. Das gibt's doch nicht. Mein Konto ist komplett leergeräumt. Der ganze Online-Kredit ist weg. Ich bin komplett blank. Hier. Ja, das Geld sehen wir wohl nie wieder. Geh mal und schau nach seinen Sachen. Die sind bestimmt auch weg. Mensch, deine ganzen Sachen sind weg. Mein Gott, ich hab dir das doch die ganze Zeit gesagt. Der Typ war nie in dich verliebt. Er wollte dich von Anfang an nur ausnehmen. Das will ich jetzt erstmal von ihm selber hören. Wir fahren jetzt ins Fitnessstudio. Er hatte eigentlich diesen Termin mit diesem Makler. Ah, dann gehen wir. Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, kennen Sie einen Maurizio Angeloni? Er wollte hier den Laden anmieten und ein Fitnessstudio draus machen. Sagt mir nichts. Ich habe den Laden vermietet. Nächste Woche ziehen die Mieter ein. Es tut mir leid, ich habe leider einen Termin. Ich muss zu einem Klienten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke trotzdem. Gerne. Was? Gott, ich hab's dir doch gleich gesagt. Das kann doch nicht sein. Mensch, ich habe ihm vertraut. Es kann doch nicht sein, dass er mich so hintergeht. Komm her. Und hast du eigentlich deine Kontovollmacht schon rückgängig gemacht? Nein. Oh, Scheiße. Dann solltest du dich echt schnell darum kümmern. Danke. Für jede Beziehung ist das gegenseitige Vertrauen die tragende Säule. Wird dieses verraten, bleibt ein schmerzhaftes Gefühl tiefer Enttäuschung und Wut zurück. Viele Menschen leiden noch sehr lange, teilweise sogar für den Rest ihres Lebens unter diesem Vertrauensbruch. Und können auch künftigen Partnern keinen uneingeschränkten Glauben mehr entgegenbringen. On a bridge across the 7 on a Saturday night. Susie meets the man of
Einen Monat später. Chiara hat sich mittlerweile damit abgefunden, von vorne bis hinten von Maurizio abgezockt worden zu sein. Ach, Susanne, ich bin so froh, dass wir dein Auto nehmen können. Dann können wir uns wenigstens die Kosten für die Umzugsfirma sparen. Weißt du, es war schon echt mutig von dir, dass du dich von diesem Typen hast scheiden lassen. Du mach dir keinen Stress und die 4.000, die du mir gestohlen hast, die vergessen wir einfach mal, ja? Aber jetzt erzähl doch mal, du warst doch vorher auf dem Weg zur Polizei. Was ist denn eigentlich dabei herausgekommen? Ja, sie haben ihn bisher noch nicht gefunden. Wahrscheinlich hat er sich schon längst ins Ausland verpisst. Diese feige Sau. Und weißt du, was das Beste ist? Ich bin nicht die Erste, die er so betrogen hat. Er hat schon mehrere Anzeigen wegen Betrug bekommen. Heiratsschwindel ist Betrug. Besonders, wenn sich jemand ans Vermögen des anderen ranmacht. Natürlich muss man hier zur Polizei gehen und Anzeige erstatten, aber viele schämen sich, weil es ihnen peinlich ist. Chiara geht diesen Schritt zum Glück. Trotzdem muss sie für alle Verträge gerade stehen, zumindest so lange, bis Maurizio gefasst ist. Chiara ist einem Liebesbetrüger auf den Leim gegangen. Maurizio hat ihre Labilität nach der Trennung von ihrem Ex-Freund und ihren sehnlichen Wunsch nach einer stabilen Beziehung schamlos ausgenutzt. Chiara wird es in Zukunft sicher schwerfallen, tiefes Vertrauen in ihre künftigen Partner zu haben.